So, willkommen heute zu einer neuen Serie. Es wird wahrscheinlich keine Miniserie werden, sondern sie wird etwas größer ausfallen, weil beim Steam Halloween Sale gab es ziemlich viele Wimmelbildspiele, die ich mir jetzt vorgenommen habe, sozusagen mit euch in Begleitung bzw. euch mitzunehmen, wenn ich die Spiele überhaupt das erste Mal spiele, sie erkunde. Und ich fange einfach alphabetisch sozusagen mit der Liste an. Das erste wird Alchemy Mysteries, Prague Legends sein. Ja, mal gucken, was uns erwartet. So, ich denke, wir werden gleich direkt in die Profi einsteigen, auch wenn dann keine Anleitung verfügbar ist. Aber schauen wir mal, ob es zu schwierig wird. Finally, I've made it here. It's so strange to be in Prague. I've spent my entire life in an orphanage, and my past is a mystery that I haven't solved. Maybe this trip will help me find out something about my relatives, or even find somebody. Who is this strange relative who left an inheritance to me? Hello, I'm Eva. I've come a long way regarding this inheritance. Mr. Schwartz. Schwarzenberg. Hi, Eva. I'm Anna, Mr. Schwarzenberg's assistant. Glad to meet you. To be perfectly honest, I'll have to discuss all of this with you later. For now, please make yourself at home. Your baggage is upstairs. To tell you the truth, I'm not so interested in the inheritance. I was just hoping to find something out about my birth. I guess Mr. Schwarzenberg was a distant relative? Eva, why don't you get a little rest? I really must leave for a short while. Don't worry, I'll answer all of your questions when I return. How can I rest now? I've been waiting my entire life to learn something about my family. Maybe some important documents are here in the house that will help me learn something about my relatives. Okay, also gehen wir jetzt das Haus durchsuchen. Da ist schon das erste Rätsel. Also das heißt, wir werden irgendwo. Hey, da liegt ein Puzzlestück. Okay. Wahrscheinlich werden wir irgendwo eine von den Blumen finden, um hier irgendwas öffnen zu können. Aha. So, das ist dann schon mal die Karte der verschiedenen Räume wahrscheinlich, beziehungsweise es dürften auch der Raum und dann verschiedene Stellen sein, wo ich hingucken kann. Legende, was sagen die? Okay, da haben wir keine Aufgaben. Hier ist eine Aufgabe verfügbar und da haben wir noch nicht reingeschaut. Da sind dann noch keine Aufgaben und da sind wir aktuell. Also hier ist aktuell eine Aufgabe verfügbar und ja, die können wir uns dann erstmal noch anschauen. Aber wahrscheinlich ist das ja die Aufgabe aktuell schon. Okay, das heißt, ich kann einfach so Gegenstände aufsammeln. Warum benötige ich zwei Haarklemmen? Okay, mehr kann ich hier nicht
machen. Gut, dann... Wie komme ich jetzt hier aus dem Bildschirm wieder raus? Ah, okay. Unten auf zurück. Das heißt, der Bildschirm selber ist nicht anklickbar. So, noch mehr Koffer. Okay. Wenn ich die nicht selber eingestellt habe, dann muss ich wohl noch irgendwo nachschauen. Okay, Alchemiebücher brauche ich auch mehrere. Also noch zwei. Also die Zahl gibt an, dass ich noch mehrere von diesen Elementen finden muss. Ah, okay, das sind also gar nicht meine Koffer, sondern das sind von jemand anderem. Gut, da ist noch ein Bild. Wer auch immer das ist. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwas anstellen kann. Das Puzzlestück wird da wohl nicht drauf zu legen sein. So. Da gibt es noch mehr Schubladen, Schränke. Ah, ein Staubwedel. Okay. Wo auch immer ich Staub beseitigen muss. Aber ich kann das nicht wieder zurück anklicken. Okay, das ist schon das erste Rätsel. Das heißt, es gibt irgendwo wahrscheinlich ein Bild, wo ich was finden kann, wie diese, ja, wie die wahrscheinlich eingestellt sind. Tja, aufmerksam bleiben und weiterschauen. So. Der erste Geist. Okay, 358 dürfte wohl der Code sein für den Koffer. Und das hier dürften wahrscheinlich die Bilder sein für die Riegel. Jetzt bloß die Frage von oben nach unten wahrscheinlich. Gucken wir gleich mal. So, also die Riegel waren jetzt einmal so waagerecht und einmal so. Hey, cool. Okay, das erste Bildstück, das war es schon mit dem Dings. So, kann ich mir jetzt hier nochmal die Dings, weil das war 3, 5 irgendwas. Dann kann ich mir das angucken. Aufgaben. Okay, verlasse das Zimmer. Aha. Okay, ich würde aber gern... Ist das Ding da liegen geblieben? Kann ich da nochmal draufklicken? Nee, es ist nicht liegen geblieben. Okay, was war da jetzt für eine Nummer drauf? 3, 5, 9? Aber war das nicht schon vorher auf... 5, 9. Ah, okay. Das ist okay, sehr gut. Also 3, 5, 8. Was für ein furchtbares Gequietsche. 5, 6, 8. Gut, das heißt, Hinweise, die ich gefunden habe, werden dann also. Okay. Eine kaputte CD. Okay, eine Scheibe. Gut, das war's dann schon. Ja, dann ist die Frage, mal gucken, Navigation. Nee, das meine ich nicht. Hm. Ah, hier, da ist der Atlas. Okay, also das war... Okay, hier sind keine Aufgaben im Moment verfügbar. Die Zone ist nicht aktiv. Hier sind alle Aufgaben fertiggestellt. Ich bin auch da noch gar nicht... Aha, das ist, also das sind sogar schon die Blickwinkel, also das sind einzelne Elemente, sozusagen, das ist tatsächlich nur das eine Zimmer. Das heißt aber, dass ich dort unerforschte Zone, das Haus, okay, dann soll ich tatsächlich jetzt raus aus dem Zimmer, weil das andere kann ich alles aktuell nicht nutzen. Gut, dann sind es gar nicht so viele Zimmer, weil dann sind es tatsächlich einfach nur die Blickrichtungen. Ah, die erste Wimmelbildzähne. Das heißt, repariert DVD, die ist ja noch nicht da, weil dazu muss ich ja erstmal das Stück da verwenden.
Okay, so, jetzt haben wir noch die Sachen da, die da angegeben sind. Okay, das erste ist ein Ass, eine Spielkarte dort oben. Was, ich soll 15 Gegenstände finden? Oh Mann. Okay, ein Fingerhut, Garn. Da ist noch eine Haarnadel, aber die ist jetzt noch nicht aufgelistet. So, Stern, Armband, Uhr. Meine Güte, was nicht alles. Das ist doch keine Armbanduhr. Kann ich da irgendwie reinsuchen? Wahrscheinlich erstmal nicht. Okay, was hat man noch? Armbanduhr, Kopfhörer, Anhänger. Ist das der Anhänger? Nee. Okay, Feuerzeug, Schleife, was auch immer das sind, Tabletten, Schere. Ah ja, okay, das hier, die Kabel, der Kabelhaufen da oben sind die Kopfhörer. So, ein einfaches Blatt. Soll ich das da oben sein? Nee. Ah, die Armbanduhr ist da oben. Okay, Armbanduhr, ein Lächeln. Was? Ein Lächeln? Irgendwie ein Smiley irgendwo? Okay, Anhänger, Garn. Das da hinten. Ah, okay. Also ein Wollknäuel ist dieses Garn. So, Büroklammer. Ja, das ist ja nicht das Teil da, oder? Ne. So, eine Zahnbürste. Keine Ahnung. Katze. Ein Ei. Ein Blatt. Streichhölzer. Bullen-Edwi. USB-Stick. Brille. Stern, der hier hinten wahrscheinlich. So ein aufgemaltes Teil, ein Schloss. Schloss. Ah, das ist wahrscheinlich, nee, das ist ein Ohrring, aber kein Anhänger. So, die Schleife ist auch nicht. Block, Papier, Föhn. Das ist auch nicht die Büroklammer. Der Anhänger. Was soll das eigentlich sein? Ein Ei und ein Krokodil oder was? Okay, das ist ein Flakon. Also immer noch, ich suche jetzt immer noch einen Fingerhut, eine Büroklammer, wie auch immer die aussehen sollen. Und dann ein Anhänger, ein Schloss. Okay, das ist der Anhänger, also das ist ein Kofferanhänger gewesen. So, dann ist jetzt die Frage, geschlossene Lippenstifthülse. Da lag doch sowas. Aber was heißt geschlossen? Die ist ja noch offen. Brauche ich dazu einen... Wie soll ich die denn bitte schließen? Also beziehungsweise die muss noch nicht, die ist dann wahrscheinlich noch nicht sichtbar. Weil ich muss dann hier noch irgendwas verändern. Okay, also jetzt immer noch die Frage, was das Blatt sein soll. Da ist ein Smiley. Das ist nur zur Hälfte sichtbar gewesen. Okay, den USB-Stick habe ich da oben schon gesehen. So, die Katze ist das da hinten. Die hat sich schon länger da im Koffer versteckt. Ein reparierter Schmetterling. Na super, wo soll ich denn hier bitte Teile von dem Schmetterling finden? Oder kann es sein, dass ich die Sachen erst noch woanders finden muss, bevor ich sie wirklich lösen kann? Weil dann brauche ich vielleicht erst noch die Kappe von irgendeinem... Also im Endeffekt die Kappe von dem Lippenstift... Ah, nee, ich kann... Ah, okay... Das heißt, ich kann innerhalb der Wimmelbildzähne einzelne Elemente verschieben. Okay, hier ist die Haarklemme, weil da brauchte ich ja eh noch die zweite, das ist ja vorhin schon gesagt worden. So, aber das heißt, es gibt hier noch, hat er jetzt eigentlich schon ange... Ne, der hat glaube ich nicht vorher geleuchtet, ne? bevor ich dort draufgeklickt habe. Ja, das war ja gut versteckt.
Also dieses kleine Ding da war der Fingerhut. So, jetzt fehlt an sich nicht mehr viel. Eine Büroklammer, von der ich noch nicht weiß, wo die sein soll. Vielleicht ist... okay. Die ist an dem Adapter versteckt gewesen. Gut, jetzt haben wir noch das Schloss. Okay, das Schloss hängt auch direkt am Koffer da vorne, genauso wie der Anhänger vorhin. Jetzt fehlt noch etwas, was als Blatt identifiziert werden soll. Aber was soll das sein? Ein Blatt. Vielleicht ist es ja sowas wie ein Laubblatt oder sowas. Und das ist auch ein Anhänger. Aber Anhänger braucht man ja jetzt gar nicht mehr. Mit einem Anspitzer. Ein Handy. Na komm, irgendwas muss ich doch hier bewegen lassen. Also im Moment. Okay. Ja, es ist tatsächlich ein Blatt. Und zwar wahrscheinlich ein Eichenblatt. Jetzt bloß noch die Frage, wie kriege ich jetzt einen Schmetterling, den ich hier irgendwie reparieren soll, her? Beziehungsweise, was soll ich da überhaupt reparieren? Ob dieser Flügel da ein Teil von dem Schmetterling ist? Dann ist nur die Frage, wo finde ich den Rest? Das heißt, ich müsste hier wieder noch irgendein Element ausfindig machen, was ich dann wahrscheinlich verschieben kann. Und dann dort mit diesem Element zusammenfügen kann. Aber das da ist es auch nicht. Da hinten sitzt noch so eine... es ist tatsächlich dieses Element. Und ihr habt gesehen, da oben war sozusagen der Flügel versteckt. Okay, so langsam jetzt schon mal ein bisschen Vorbereitung, wie diese Wimmelbildszenen und die ganzen Dinger funktionieren. So, das heißt, da ist jetzt die Aufgabe. Da kann ich auch schneller dann dahin navigieren. Oder sollte ich im Raum da noch suchen? Also wenn ich da bereits bin, dann sollte sich das ja wohl hier finden lassen. Okay, ich brauche einen scharfen, dünnen Gegenstand. Vielleicht ist das ja geeignet. Okay, das ist nicht geeignet. Was war das da? Okay, das leuchtet alles rot. Das heißt, das scheint nicht zu passen, das dafür zu verwenden. Aber dann ist die Frage... Da sind zwar alle Aufgaben fertiggestellt, da sind keine Aufgaben verfügbar und die Zonen sind nicht aktiv. Okay, dann ist jetzt die Frage, was ich hier überhaupt alles so machen kann. Weil, eigentlich wollte ich ja aus der Tür rausgehen. Okay, das heißt, ich soll mit den Haarklammern... Okay, es wird direkt angezeigt, inwieweit das Ganze dann... Da schaut jemand durchs Schlüsselloch. Ich bin nicht sicher, ob wir da rausgehen sollten. Juhu, keine verschlossene Tür. Eine Errungenschaft wurde freigeschaltet. Anna weiß mit Sicherheit etwas über meine Verwandten, aber während ihrer Abwesenheit sehe ich mich im Flur um. Na gut. Dann lass doch mal gucken, wie der Flur aufgebaut ist. Okay, es gibt noch sowas wie ein Tagebuch. Dann lass mich doch mal vom Anfang gucken. Ja, es ist immer gut, ein Tagebuch zu führen. Vor allem, wenn sie ein Waisenkind ist. Vielleicht ist sie ja die eine Zwillingsschwester von der, die wir gerade in dem Ausschnitt gesehen haben. Kann man gleich schon mal anfangen zu spekulieren, was denn die Geschichte so für Wendungen hat. Genau, das war die nette Dame, die gleich so müde war, dass sie weg musste, oder wie war das? Okay. Und das war der Geist mit dem Hinweis, hier ist der Drache gewesen mit der Nummer und dem Code Schloss, also im Endeffekt die Anordnung für die
für den anderen Schrank. Okay, genau, Anna ist weg. Und wir stellen das Haus auf den Kopf, weil was macht man schon in einem fremden Haus? Man durchsucht natürlich alles, wo man rankommt, haha. Na gut, also, die Zange sieht schon mal gut aus. Ich gehe davon aus, dass wir damit die Wandverkleidung entfernen können. Also die in unserem Zimmer natürlich. So. Okay, also da hinten soll ich hin. Da ist irgendetwas, wahrscheinlich irgendeine Art Rätsel. Buch Nummer 4. Schön. Das heißt, es gibt wahrscheinlich irgendwo ein Bücherregal, wo ich später irgendwelche Bücher anordnen muss. Ja, dann probier es doch aus, ob es noch funktioniert. Naja. Das willst du wohl aktuell nicht machen. Dann probieren wir das später aus. So. Da ist eine Maske. Masken sind immer gut, die muss man bestimmt mitnehmen. Gibt irgendwo ein Rätsel, wo man Masken hinsetzen muss. Also ich bin ja mal echt gespannt, was so für Sachen in dem Spiel möglich sind und wie die Rätsel aufgebaut sind, vor allen Dingen natürlich. Okay, das sieht schon mal nach irgendeinem Mond-Sonnen-Rätsel aus. Ich kann hier noch nichts dran machen. Vielleicht sollte ich mir das merken. Mal gucken. Kriege ich das irgendwo angezeigt? Erstmal noch nicht. Okay. Gut. Dann Aufgaben. Durchsuche den Flur. Ja. Bin ich ja noch dabei. Okay. So. Hints hoffe ich mal, dass ich keine verwenden werde. Also verwenden muss, dass das alles soweit selbstklärend und entdeckt werden kann, dass das alles später passt. Okay, Buch Nummer 10 und da ist auch schon ein Regal mit Büchern. Okay, da werde ich wohl noch irgendwie Sprossen suchen dürfen. Das Inventar gestaltet sich hoffentlich nicht die ganze Zeit so unübersichtlich dann. Achso, wir könnten mal noch Aussicht Aufschau halten, dass noch mehr Prügelsteine irgendwo liegen. Anna, das Mädchen, fand heraus, welches Schicksal ihr bevorstand und konnte fliehen. Ich werde nach ihr suchen. Ich muss sie und das Amulett auf jeden Fall finden. Dein Karl. Okay. Das Who could this girl be? Something really strange is going on in this house. Okay, ich hoffe mal, das ist der Schlüssel für den Schrank. Das heißt, wir haben ja schon zwei Elemente gefunden, die uns im Endeffekt im eigenen Zimmer weiterhelfen werden. Hier kann ich nichts mit anstellen. Und naja, wenn es schon Graf Dracula ist, dann sollte das andere Mädchen bestimmt irgendwie benutzt werden, um ihn wiederzubeleben. Das Loch greifen. Okay, vielleicht nehmen wir dazu die Zange? Nee. Gut, dann nehmen wir die Zange nicht dazu. Müssen wir nicht die Staubpille reinstecken. Bringt wohl nichts. Was war das eigentlich? Ein Regenschirm? Na gut, guck mal später nochmal hin. Eye Letter. Kann ich jetzt auch noch nichts mit anfangen. Da standen ja Buchstaben, Zahlen. Ne, das sind einfach nur Symbole. Mal gucken, welche Bedeutung das Ganze bekommt. So kann ich das auch anschauen, ja. Ein, wie war das gleich, Shakespeare mit Sein oder Nichtsein, wo er so schön, wo, wer war das, Othello, spricht doch mit dem Totenschädel, ne? Hey, das Symbol, die kommen mir doch bekannt vor, habe ich die nicht da hinten gerade erst gesehen? Ne, scheinen nicht direkt die gleichen zu sein. Vielleicht sind es halt einfach alles nur die gleichen, ähnlichen Verzierungen. Und mal gucken, wann die eine Rolle spielen. Okay, jetzt bin ich hier unten wahrscheinlich schon durch. Mal gucken, was die... Genau, die seltsame Notiz. Amulett. So. So, okay. Weitere Eintragungen sind jetzt noch nicht da. Karte.
Okay, da sind also noch ein. Dort sind noch Aufgaben verfügbar. Ja, dann gucken wir doch da mal direkt hin. Also welcher Teil soll das. Okay, also gut, das ist noch eine Aufgabe, die ich, wo ich irgendwas anstellen soll. Finde einen Weg in Herrn Schwarzbergs Arbeitszimmer. Okay. Was haben wir hier noch? Hier sind noch Aufgaben verfügbar. Okay, das ist die allgemeine Aufgabe. Okay, ich kann direkt da. Fehlt nur noch eine Kugel. Okay, das heißt, die müssen wir dann erstmal finden. Warum auch immer. Die Frage ist nur, warum nur eine? Aber wahrscheinlich muss das hier alles irgendwie ein bisschen verschoben werden, damit sich da bestimmte Farbcodes ergeben. Aber ich glaube, ich mache mal die Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, die werden damit auch ein bisschen leiser, weil im Moment ist mir das ein bisschen zu laut. Weil eigentlich die Musik habe ich ausgemacht. Okay, fortfahren. So, ja, aber das meinte ich nicht, sondern da ist noch. Okay, war das das Zimmer? Da noch nicht im Haus ist, sollte ich mich umsehen. Vielleicht finde ich jetzt. Ah, okay, da sind die. Da sind die anderen Bücher. Na dann, setzen wir noch da mal die Bücher ein. Und das andere Buch. Dann werden wir die relativ schnell los und das ist schon komplett. Und noch eine Maske. Maske mit Hörnern. Schön. Okay, das ist dann hier wahrscheinlich schon erledigt. Das ist abgeschlossen. Ah, in dem Bild war ja. Mal gucken, ob ich jetzt mit dieser komischen Hornmaske da rankomme. Nee, komme ich auch nicht ran. Also mit der Zange kriege ich da nichts raus, weil bestimmt, wenn, ist da noch eine Kugel drin. Naja, aber wenn du mich da nicht ranlässt, den Puzzleteil werde ich da ja nicht viel erreichen können. Hm. Okay. Aber kann ich jetzt irgendwo da oben? Das ist alles inaktiv, das ist auch inaktiv. Also ich muss einfach nur den. Da sind Aufgaben verfügbar, die Aufgaben sind fertiggestellt. Und die anderen, da darf ich noch nicht weitermachen. Das heißt, ich kann nicht. Ah doch, ich kann direkt in die anderen Sachen zurückwechseln. Genau, es ging ja im Endeffekt hier um den Schrank zu öffnen und um die Verkleidung abzunehmen. Okay, Verkleidung abnehmen geht nicht. Dann probieren wir es mal mit dem Schlüssel für den Schrank. Okay. Einen dünnen, scharfen Gegenstand. Okay, der ist nicht dünn und scharf genug. Hm. Das Ding wird ja wohl auch kaum scharf genug sein. Warum weißt du nicht, ob du in dem Raum hier danach suchen sollst? Weil da waren wir jetzt schon dran. Da gibt es nichts weiter zu tun. Ich frage mich natürlich, ob der Spiegel noch eine Bedeutung hat. Ist hier die Frage, wie stark das alles. Und ja, wer das Mädchen dort ist. Aber ich glaube nicht, dass es da was klicken gibt. Zumindest habe ich da noch keine. Ja. Wenn man die zuziehen kann, gibt es einen Grund, das zu tun. Hm. Im Moment zumindest noch nicht. Okay. So, da waren wir gerade erst, da haben wir schon reingeschaut. Die Wimmelbildszene haben wir uns schon angeguckt, da haben wir schon ein paar Gegenstände eingesammelt. Okay, das heißt, das sind Sachen, die im Moment nicht da sind. So, das ist
Naja, da komme ich also ohne weiteres nicht rein in diese Szene. Und da ist die eine Aufgabe mit der. Aber was soll ich da machen? Ich habe ja noch nicht mal rausgefunden, was ich da bewegen kann. Aber habe ich überhaupt irgendeinen. Mal gucken, kann ich hier mit der Zange irgendwas machen? Ich habe überhaupt keinen Connector-Bereich. Schlüssel, Skarabäus. Das ist noch nicht so wirklich klar geworden, was ich hier machen soll. Aha. Ja, da fehlt ein Symbol. Und was soll ich da reinsetzen? Der Puzzlestein will kommen. Okay, das heißt, ich brauche da jetzt schon wieder ein, ja, was für ein Symbol auch immer. Das heißt, ich muss die Augen offen halten und nochmal ein bisschen schauen, ob sich hier noch irgendwas aktivieren lässt. Okay. Diese komischen Schatten dort sind die Plätze für die Masken. Und mal gucken, was das. Und spuckt jetzt die Murmel aus. Sieht so aus. So, das dürfte dann jetzt die Murmel sein, die sie hier oben gesagt hat, dass sie gefehlt hätte. So, die Frage ist jetzt nur, was ich hier wahrscheinlich machen soll. Ich werde jetzt mal versuchen, das Ganze irgendwie farblich in einer Reihung zu bekommen. Aber habe ich jetzt hier schon irgendwo einen Hinweis bekommen, was ich hier machen muss? Weil es könnte natürlich sein, dass dieses Farbsymbol da oder halt diese Wandmalerei tatsächlich irgendeinen, also dass es über dem Kamin vielleicht einen Hinweis gibt, aber. Ich probiere es jetzt erstmal aus, sozusagen die Farben einfach zu sortieren und gucke mal, ob dann irgendwas passiert. Wobei hier ist eine Farbe, eine rote Farbe zu viel, wobei die wahrscheinlich dann einfach als Kugel überbleibt. Wobei das auch nicht ganz aufgeht. Okay, also ich habe noch keine Ahnung, was hier tatsächlich für ein Farbcode rein muss. Habe ich jetzt vielleicht doch schon irgendwas überlesen oder übersehen? Ach, die Dinger verschwinden, wenn eine Farbe komplett ist. Das heißt, ich kann jetzt hier Dreierkombos machen, um den Rest aufzulösen. Das ist ja interessant. Okay, naja gut, dann haben wir ja doch durch Rausprobieren soweit rausgefunden, wie sich das Ganze öffnen lässt. Wobei ich mich jetzt noch frage, ob das Ding tatsächlich in der Form aufgeht. Weil irgendwie ist hier. Ja, passen die letzten Farben ja noch nicht zusammen. Okay. Cooles Schloss. Ein Mädchen in einem fremden Haus löst merkwürdige Schlösser und geht dann auch noch prompt dort rein. Sieht nach dem Arbeitszimmer aus. Okay, wo sind wir uns navigationstechnisch jetzt? Okay, wir sind da hinten reingegangen. Das war dann hier Verbindungsgang. Gut, dann schauen wir mal. Fangen wir mit der Karte.
Okay. Die interessiert uns nicht. Noch ein Alchemiebuch. Schreibtisch. Okay, also Eicheln und Tonvase und Goldkelch, die sollten... Gut, damit haben wir den Goldkelch, haben wir schon mal. Nee, Moment, was war das jetzt? Der Goldkelch ist ja noch da. Was habe ich jetzt gefunden? Gut, da hinten ist noch ein Kelch. Gut, der ist gefunden. So, eine Pfeife. Da hinten liegen Eicheln. Pfeil schnell, hey, super. Muschel. Eine Muschel. Habe ich noch nicht gesehen. Kann ich jetzt hier irgendwie die Schubladen aufmachen? Da hinten ist eine Maus. Warum kann ich denn das andere alles noch nicht aufmachen? Gibt es hier irgendwo Schlüssel rumliegen? Okay, also wir haben jetzt aktuell weiter nur die Muschel. Sind das da hinten Muscheln? Nee. Vor allem, was sind das für Symbole, die da aufgemalt sind? Also wir haben einen Totenschädel, irgendeine Flasche, Flakon, eine Brille, mehrere Schubladen mit irgendwelchen komischen Symbolen hier drauf. Eine geladene Pistole sollen wir finden. Das gibt's ja nicht. Mädchen sollten nicht so einfach mit geladenen Pistolen rumlaufen. Hey, Patronen. Okay, da wissen wir schon mal, wo die Patronen sind für die Pistole. Ist nur die Frage, wo hier ein Revolver oder Pistole rumliegt. Naja, auf jeden Fall. Okay, das heißt, es wird sogar angezeigt, wenn wir irgendwas bewegen können. Dass wir es zumindest bewegen können. Also es sind halt irgendwelche Gegenstände, die wir nur so bewegen können. So, jetzt fehlt mir immer noch eine Muschel. Okay, das könnte... Ah ja, genau. Das ist nicht eine normale, flach, mies Muschel, sondern eine so in sich gedrehte Muschel. So, jetzt habe ich zwar alles, aber... Ja, jetzt fehlt mir der Rest. Am besten, ich gehe nochmal zurück, weil offensichtlich fehlt da noch einiges. Ich muss noch irgendwas vorbereiten. Okay, dann wissen wir schon mal, das eine Rad, was auf dem Tisch lag, kann da auf jeden Fall genutzt werden. Okay, da sind noch Fläschchen. Eine Leseratte. Gut. Okay, schauen wir uns mal erstmal noch ein bisschen um. Gut, hier sind noch mehr Fläschchen und Flakons und so weiter. Und... Ja, ein kaputtes Bild und ein alter Globus. Was mit einer Karte der Konstellation darauf? Also gut, ein Sternenglobus dann. Gut. So, aber was gibt es hier noch anzuschauen? Oh, da ist auch was kaputt. Isolierband und Drähte. Na gut, müssen wir auch noch finden. Und hier haben wir die nächste Aufgabe, dass wir noch zwei Zeiger brauchen. Okay, die müssen dann an ihrer jeweiligen Position und dann passiert wieder irgendwas. Aber auch dazu muss ich noch Zeiger finden. Okay. So weit, so gut. Da ist ein Hammer. Okay. Ich habe ja vorhin schon den Schlüssel eingesammelt. Ich denke, dass ich den Schlüssel jetzt brauche, um hier in der Wimmelbildszene weiterzukommen. Weil klar, mit dem Schlüssel werde ich hoffentlich hier irgendwelche... Siehe da, und schon geht es vorwärts. So, also Revolver laden, geladene Pistole und dann kann ich hier noch einsammeln. So, das heißt, alles, was jetzt hier aufgetaucht ist, ist sozusagen vorher nicht sichtbar gewesen. Also das Skalpell, wobei das war, ist ja jetzt neu aufgekommen. Also auf jeden Fall das Zahnrad. So, die Spinne ist von hier drin. Ein Kompass, ein Korkenzieher, ein Taschentuch, ist das dort. Gut, die Echse liegt hier unten unter dem Tisch.
Dann noch ein Spazierstock, der lag da hinten. Ein Rad, das war das, was wir jetzt für den Dingsbums noch brauchen. Also für den, ja, soll das ein Skalpell sein? Das ist doch kein Skalpell, nee. Okay, da muss was repariert werden. Okay, Rubin zu Rubinring. Also beziehungsweise zu Ring. Okay, was ist jetzt das Skalpell? Das da hinten wahrscheinlich. Ja, das sieht wie ein Skalpell aus und ist auch eins. Gut, genau, also den Rollradwagen haben wir jetzt. Okay, also hier das. Wow. Jetzt haben wir auch noch einen Degen. Okay, ich denke, das ist der scharfe, spitze, lange Gegenstand, mit dem wir die Frontplatte wegbekommen. Hoffe ich jedenfalls mal. So, dann gucken wir mal, was die Karte sagt. Okay, das haben wir uns noch nicht angeguckt. Dann gucken wir da jetzt mal noch hin. Das ist irgendeine Blickrichtung. Okay. Bücher über Alchemie. Genau, jetzt gucken wir in den Schrank. Ja, die Experimente werden wir schon noch irgendwann rausbekommen, was er da angestellt hat. Aber sie sagt immer das Gleiche. Okay, dann gucken wir wieder da hinten. Okay, da sind jetzt aktuell nichts zu tun. Das heißt, ich kann hier jetzt was weitermachen. Beziehungsweise hier ist eine aktive Aufgabe. Da ich jetzt nichts Brauchbares im Inventar habe, was ich hier, denke ich, nutzen kann, gehen wir mal hier zum, für unser Zimmer zum Schrank zurück. Weil ich hoffe jetzt, dass ich mit dem Degen das Ding da aufbekomme. Ja. Weg. Lecker Spinni. Was machen wir jetzt? Okay, dann machen wir halt erstmal Staubwedeln. Gut. Jetzt haben wir noch eine zweite Wimmelbildszene. Also, wir haben eine Dame mit Schirm. Das heißt, die Dame ist da und ein Schirm. Soll ich den da nehmen? Hey! Den sollte ich mitbringen. Gut. So, eine Reißzwecke. Soll das jetzt... ist das so ein Pin? Ja. So, die Schleife. Da habe ich gerade eine gesehen. Eine Aale. Aale? Was ist Aale? Das Witcherboard ja wohl nicht, oder? Irgend so eine Rassel oder sowas. Okay, eine Tube. Tube, das da, ja. So, ein Clown, der sitzt grüßt mich hier vorne an, ein rosa Hasen. Wieso soll denn der rosa sein? Beziehungsweise der Hase ist schon da. Die Frage ist, wie kriege ich den jetzt eingefärbt? Ha, mit Nagellack. Lustig. Ich weiß zwar nicht, warum der unbedingt rosa sein muss. Okay, das Hexenbrett ist da, aber da fehlt wahrscheinlich noch dieses... Also ich gehe davon aus, dieses Visualboard ist das Hexenboard. Ist bloß, hey, da ist ein Puzzlestein. Okay, ich kann es aber nicht einsetzen. Okay, Aufgabe. Süßigkeiten. Sind das Bonbons? Nee, das sind keine Bonbons. Okay, eine Schneeflocke. Das ist ein Stern. Schneeflocken. Sieht normalerweise ein bisschen komplexer aus. Das ist ein Kleeblatt. Okay, eine Blume. Okay, das ist aber keine... Ist das da eine Blume? Mann, die haben aber kleine Sachen da drin versteckt. Okay, jetzt haben wir schon wieder die Spinne. Ich weiß nicht, was wir mit den ganzen Spinnen machen sollen. So, Würfel habe ich da. Liegt direkt vor der Nase. Der hat sich doch gewandelt, wenn ich was bewegen konnte, oder? Oder hat er das eben wieder nicht gemacht? Okay, wir haben jetzt noch, genau, den Stern, den ich vorhin schon angeklickt habe. Ein Walross. Okay, das ist noch so eine Klammer. Eine... Aha, also so eine Aale ist irgendwie so eine Art Eispickel. So, wo ist jetzt das... Walross.
Das ist kein Walross. Eine Puppe. Okay. Also, was fehlt? Es fehlen immer noch Süßigkeiten. Das ist keine Süßigkeit. Also, es ist eine einzelne Süßigkeit, also nicht mehrere, sondern irgendwas zum Naschen. Was soll denn da zum Naschen da sein? Irgendwie Bonbons. Bonbons lagen noch in dem anderen Ding rum. Die lagen doch vorhin im Koffer. Ah, Klee. Klee, der ist jetzt dazugekommen. Ein Käfer. Ah, ich dachte mir die ganze Zeit, da unten sitzt noch eine Spinne, aber okay, das ist ein Käfer gewesen. Eine Schmuckschatulle. Okay, hier sind ein Haufen Schatullen. Oh. Ha! Ich glaube, das ist unser Hinweis für den Ofen, dass wir da dann irgendwas anstellen können. So, jetzt fehlt uns noch... Was ist das? Das ist eine Süßigkeit. Was soll denn daran süß sein? Oder was soll man daran vernaschen können? Da ist noch eine Kugel drin. Also, wir haben immer noch das Hexenbrett, was irgendwie nicht vollständig ist. Das heißt, da muss noch irgendein... Dann muss ich da aus dem Inventar noch was draufschieben. Ich werde es ja wohl nicht mit der Zange anfassen müssen. Aber auf jeden Fall ist unser Inventar schon wieder recht übersichtlich. Das heißt, die meisten Sachen sind tatsächlich schon wieder weg. Das ist sehr praktisch. Okay, das sind mehrere Blätter. Ah, der Kristall da oben. Das ist die Schneeflocke. Ich hätte jetzt etwas filigraner erwartet. Aber gut. So, jetzt fehlt uns noch das Walross. Ah! Ich glaube, die Origami-Figur soll das sein, ja. Also die Origami-Figur war das Walross. Jetzt ist bloß noch die Frage, was brauche ich für das Ouija-Board, für dieses Dingsbums, damit das benutzbar werden soll. Weil ich bin sicher, das ist das Hexenbrett, aber es ist sozusagen noch nicht fertig. Ich muss noch irgendwas draufziehen, damit das als Brett angenommen wird. Aber ich sehe auch nicht, was ich da drauf ziehen soll. Ha, doch, da ist es. Genau, dieses herzförmige Ding, mit dem man das Teil auch benutzt. Okay. Damit, ja, die Schmuckschatulle habe ich behalten. Vorsicht mit Antiquitäten, ist eine Errungenschaft freigeschaltet worden. Okay. So, die kann ich mir dann nochmal angucken. Das heißt aber jetzt im Tagebuch kann ich jetzt erstmal... Okay, also ich weiß doch schon... Ah, okay, das heißt, die Schatulle soll geöffnet werden. Ja, aber... Okay, dann leg mal die jetzt mal da unten irgendwie hin. Oh. Anna, could you please tell me where I can find an antique shop? I've got an ancient jewelry box that I'd like to show to a specialist. An ancient jewelry box? Well, I suppose I could go show it to an antique specialist. Oh, thank you for your help, but I'd rather go do it myself. Well, all right. There are plenty of antique shops in Prague. Just go outside and you'll find something. Okay, also ich gehe jetzt einmal vor die Tür und laufe zum nächsten Antiquitätenladen. Wieso ist eigentlich die Dame schon wieder da? Gut, aber das heißt, dass mir das da im Moment nicht weiterhilft, sondern, ja, man sollte halt nicht gleich alles rausplaudern, ne? Plaudertasche. Naja. Okay, genau, das kennen wir jetzt alles schon. Gut, dann jetzt weiter. Gucken wir noch zur Karte, zum Antiquitätenladen. Da gibt es jetzt viel draußen zu sehen. Genau, da stand ich ja vorhin schon mal vor dem Haus und dann gehen wir da jetzt erstmal weiter. Und gucken mal, was es hier noch so zu erkunden gibt. Ja, schön, ein Schlauch. Gut. Wobei, ich denke, so für die erste Folge heute reicht es erstmal, was wir erkundet haben. Und das werde ich dann in der nächsten Folge fortsetzen, wenn wir dann weiter
ja, herausfinden, was in dem Schmuckkästchen ist. Sozusagen, das ist dann der Cliffhanger für die nächste Folge. Was ist in dem Schmuckkästchen? Wie finde ich den Code heraus, um es zu öffnen? Und ja, bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Einschauen. Tschüss!